Hallo Kinder, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir möchten mit euch heute gerne ein Coup d'etat für Beine tanzen. Seid ihr bereit? Dann legen wir gleich los. Also, wenn der Refrain ertönt, dann ist das folgendermaßen. Einmal aufspringen, Beine und Füße auseinander, Arme hoch und vor der Brust verschränken. Dann nochmal ein Coup d'etat für Beine. Jetzt nehmen wir die Hände in die Hüften und ein Euter unten dran. Nehmen wir so ein bisschen die Beine auseinander. Klack, 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 klack. Sie wackelt hinten und vorne. Und sie hat ganz viel Spaß daran. Da kommt es nochmal. Eine Kuh, die hat vier Beine und Euter unten dran. Jetzt wackelt sie nicht, sondern sie hüpft. Nach hinten, nach vorne und schneller. Rück, vor, rück, vor. Das ist schon alles. Wollen wir es nochmal tanzen zusammen? Okay. Eine Kuh, die hat vier Beine und Euter unten dran. Sie wackelt hinten und vorne. Sie hat viel Spaß daran. Eine Kuh, die hat Beine und Euter unten dran. Sie hüpft rück und vor, rück, vor, rück und schnell. Dann, das kommt ganz häufig, geht es immer los mit nach hinten, nehmen wir die Beine, nach vorne, nach links und nach rechts. Mach's mal nochmal. Nach hinten, nach vorne, nach links und nach rechts. Einfach, ne? Jetzt nehmen wir beide Arme und haben so eine Wellenbewegung. Das Ganze zur Seite und wieder zurück. Genau. Könnt ihr öfter machen. Guckt einfach, wie, ne, wann dann der Refrain wieder ertönt. Das war schon alles. Oh, zwischendurch kommt einmal ein Drehteil. Dürft ihr entweder alleine oder manchmal zu zweit. Einfach umeinander rum. Guckt einfach, wenn die Musik losgeht. Steht ihr auf der falschen Seite mit Kurven. Und dann geht es wieder von vorne.